Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Lauterbach will Impfschwänzer zur Kasse beten, beziehungsweise in Impfschwänzerabgabe. Ja, im Moment ist kaum was los in den Impfzentren. In Mecklenburg-Vorpommern werden sogar 40% der Zweitimpftermine abgesagt. Aber das wäre ja soweit noch gar nicht mal so schlimm, denn ich finde, wenn man seinen Termin absagt oder verschiebt, sollte man jetzt keine Strafe aufgebrummt bekommen. Viel schlimmer sind die Leute, die gar nicht erst zu den Terminen kommen, also die sogenannten No-Shows, das heißt, die ohne abzusagen einfach nicht auftauchen. Ja, das scheint ein großes Problem zu sein. So zumindest registriert es auch das Berliner Rote Kreuz. Ja, der Präsident des Berliner Roten Kreuzes, Mario Chiazza, wirbt jetzt dafür, Impfschwänzer zur Kasse zu beten. Ja, er forderte eine Strafzahlung zwischen 25 und 30 Euro. Zumindest das ist, was Chiazza in einem Interview mit dem RBB vorschlug. Und daraufhin meldete sich auch Karl Lauterbach zu Wort und forderte das Gleiche. Er nannte zwar keine konkrete Zahl, aber auch er sprach sich dafür aus, im Prinzip Impfschwänzer zur Kasse zu beten, beziehungsweise für eine Impfschwänzerabgabe. Ja, dann vielleicht erstmal an euch, an die Community. Was haltet ihr davon? Findet ihr das sinnvoll, diese Leute, die nicht absagen, mit einer Strafe zu belegen? Oder findet ihr das zu hochgegriffen? Das könnt ihr ja mal sagen. Das Schlimme daran ist halt einfach, dass diese Impfungen dann weggeschmissen werden. Also die Impfdosen im schlimmsten Fall, weil sie dann halt einfach nicht mehr so lange gut sind und schnell schlecht werden. Da wird also im Moment viel, viel weggeschmissen und es gibt einfach viel zu viele offene Impftermine, die nicht wahrgenommen werden. Ja, also Fachleute hatten das tatsächlich schon vor Wochen vorhergesagt, weil es ja vor ein paar Wochen noch hieß, dass man quasi jetzt erst die Zweitimpfungen durchbekommen müsste. Es stockt alles, bitte meldet euch nicht, wir müssen erst die Zweitimpfungen durchkriegen. Und jetzt haben wir sie alle durch und jetzt sind alle mit dem Mindset zu Hause, oh, ich muss mich später melden oder vielleicht eventuell sogar im Urlaub. Und dadurch gerät das Ganze natürlich ordentlich ins Stocken. Ja, das Virus mit der Delta-Variante wird ja auch dabei dann ein leichtes Spiel haben bei den Leuten, die nicht geimpft sind, beziehungsweise nur einmal geimpft sind. Also ja, nochmal der Aufruf. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Findet ihr das richtig? Es wäre auf jeden Fall der falsche Weg, meiner Meinung nach, auch die Leute, die absagen, mit einer Strafe zu belegen, denn man kennt ja auch gar nicht die Gründe. Also es kann ja sein, du hast einen Termin beim Impfzentrum und kriegst dann doch bei deinem Hausarzt noch einen Termin und sagst dann diesen Termin im Impfzentrum ab, weil einfach der Hausarzt der Mensch deines Vertrauens ist, dann solltest du natürlich nicht mit einer Strafe belegt werden. Ich glaube, das stand hier auch nicht zur Debatte, aber das sollte auf jeden Fall klar sein. Aber für Leute, die halt einfach nicht auftauchen und auch nicht absagen, ja, sich einfach vielleicht mit einem kurzen Telefonat abmelden. Schreibt es wirklich in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich sage ansonsten bis zur nächsten Folge und ciao. Thank you.